Ja gut, das spricht man nicht aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier schon wieder eine Fake-Bewerbung ist. Herzlich willkommen zu dem nächsten Teil der Cutter-Bewerbung. Genau gesagt, zu Teil 2. Die Bewerbung von Best of Fruit haben wir uns ja angeguckt im letzten Video. Und wir schauen jetzt mal beim zweiten Mal rein. BSX 74.100. Dankeschön für dein Follow direkt im Video. Lässt ein Follow da. Und damit haben wir die 100 Follower, glaube ich, auch erreicht. Und ja, vielen Dank für 100 Follower. Und ja gut, das spricht man nicht aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier schon wieder eine Fake-Bewerbung ist. Gibt es den überhaupt? Zack. Freund hinzufügen. Okay. Wir haben ein doppeltes Indiz, dass es hier um eine Fake-Bewerbung handelt. Und ich glaube, deswegen bin ich mal absichtlich vorsichtig und öffne das ganze Ding mal im zweiten Fenster. Oder? BSXHHH2 lässt ein Follow da. BSXHHH2, vielen, vielen Dank auch für dein Follow. Und ich habe ne, ich glaube, ich weiß, worum es sich handelt. Ich glaube, ich weiß, glaube ich, worum es sich jetzt hier handelt. Protocol Error, das heißt immer, von der Fritzbox wurde eine Seite blockiert. Und bei uns im Fritzbox-Filter-Ding ist eigentlich nur drinne eine Webseite, wo sich Frauen und Männer nackt zeigen und gegenseitig sehr, sehr viel Spaß haben. Das heißt, diese Bewerbung alleine hier ist der absolute Müll. Und ich weiß nicht genau, wer sich hier gedacht hat, ahaha, ich bin so witzig und leider ist hoch. Es ist absolut nicht witzig. Kannst du Mentor unterstrich Mentos? Wahrscheinlich erkennst du. Nee, kenne ich nicht. Aber hahaha. Das ist ja absolut unwitzig. Dann gehen wir mal weiter. Ente. Okay, das kenne ich. Ente 1, 2, 1, 0. Dann schauen wir auch mal nach, ob es gibt's den. Gibt es einen Ente? Okay. Ente ohne Profilbild. Okay. Also wir haben... Kannst du... Ich gehe mal weg. Okay, ja. So, dann schauen wir uns das ganze Ding mal hier an. Zack. Wechseln zu OneDrive. Ich bin ready, das Ding jederzeit wegzuschieben. Gut, die Freundschaftsanfrage werden wir nochmal verschicken. Wir haben schon wieder eine Fake-Bewerbung, Alter. Es ist absolut nicht witzig. Leonardo, von hier habe ich zwei. Dann haben wir Leonardo, ich habe also das falsche Video. Okay, das heißt, die werden wir einfach einmal skippen. Das heißt, die skippen wir skippen dann rüber zu dem. Genau, hier dem hier. So, jetzt schauen wir mal rein. Wechseln. Und. Okay, ich muss es mir herunter. Kann ich das nicht online angucken? So, nach einem 5 Stunden langen Download haben wir hier endlich diese Datei jetzt. Und die klicken wir jetzt mal an. Herzlich. Das Video ist 12 Minuten lang. Okay, gut. Willkommen. Dieses Video. Oha. 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 Das schreiben wir gleich mal auf. Oha. Also, du warst Notnado, gell? Du warst Leonardo Notnado.
jetzt hier Not Nardo. Also, zunächst mal muss ich sagen, Plus ist, er verwendet Text sehr geil. Also der, alle, ich bin 3 Sekunden im Video drinne und du hast mich jetzt eigentlich schon überzeugt. Ist etwas anders, denn dieses Video ist vor allem für die Cutter gedacht, die sich jetzt bei mir bewerben werden. Ja, wir spielen heute einfach mal eine Runde Bad Wars. Ich bin mal gespannt, was die Cutter draus machen. Und ich würde sagen, let's go. Oha, ja, okay. Ich hätte noch jetzt gewünscht, dass dieser Sound davor so... Okay, aber... Was? Darf der aus dem Intro machen, was er will? Es gibt ja keinen Minuspunkt. Zack. Einzig aus, dass man halt wie bei Best of the Black Screen dazwischen ist. Zack, 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 zack. Und ich habe einen direkten Nachbar. Wir werden es dir anschauen. Ja, mal schauen. Ein, zwei. Mal gucken. Fuck, ich will auch. Ja! Ja, sowas wollte ich haben. Ja! Überhaupt nicht kann. Ja, was will er mit seinem Holz? Ja, Junge! Sein Holz hat ihm... Ja, Junge, ja! Komm doch her, komm. Ja! Ja, ja, Junge, ja! Text. Sounds. Sounds. Bilder. Ja, Junge! Ja! Oh mein Gott. Und dann geh ich mal back zur Basis und boah. Ich habe bisher noch keinen Minuspunkt gefunden, sondern nur richtig geile Pluspunkte. Ich collecte jetzt erstmal ein bisschen Ding, ein bisschen Dias. Und ich kaufe mir, glaube ich, Tools. So, zack, zack. Ja, wohl dauerhafte Rüstung ist der. Ja. Dann, Okay, man hört, das ist schlecht, dann mach ich's auch. Guck ich mal, ob ich es lauter bekomme. Ich find's bei Lautstärke sogar passend. Dann mach ich mich aber ein bisschen leiser. So, jetzt bin ich leiser. Jetzt nicht so schreien, ah! Gut, jetzt müsste eigentlich gehen. Tools, zack, zack. Zack, 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 zack. Dann nehme ich mich schon mal. Ja. Okay. Jetzt nehmen wir, kostet Obsidian. 4 Smaragde, Holz kostet. Ja. Okay, dann hätte man auch mit Bildern arbeiten können. Das ist kein Minuspunkt, aber. So. Was wollte ich mir gerade aufschreiben? Ich wollte mir aufschreiben. Das von. Qualität und weiteres Plus ist Audio. Also das Sound ist 4 Gold. Ein Minuspunkt, der fehlt noch hinzu, das könntest du vielleicht noch beachten, wäre ist Musik. Zack. Okay, er beschränkt sich anscheinend auf eine Bad Wars Runde, okay. Zack. Zack. Oh, ich habe eine Videoidee. Und zwar, wir machen das quasi so, wenn ich in einem Game verliere, also quasi heißt nicht Erster werde, heißt dann quasi verlieren, dann wechsle ich das Spiel. Danke, dass du es so früh sagst. Und bei Duels quasi, wenn ich ein Duell verliere. Wer hätte es gedacht? Junge, du bezeugst mich. Der will mich gleich mit seinen Dias abfacken, aber... Okay, Bilder fehlen mir inzwischen wieder. Ja, schon lang waren. Okay, er tut nach, er tut wirklich nach, er setzt sich ran und synchronisiert. Wie? Ja, alles klar. Ja. Er wird sich's jetzt gönnen. Ich seh's schon. Ey, ich hätte mir noch einen Feuerball spielen müssen. Da ich ihn ja kenne, er wird sich mit seinem Feuer, wird sich gleich mit Feuerballen spielen. Okay, da hätte Feuerball er auch einen Soundeffekt können, aber da, okay, er zieht es durch. Irgendwie sehe ich ihn schon mit Feuerballen spammen. Okay. Okay, ja, doch, ich, zack. Okay. Man merkt, dass du teilweise vergessen hast, das zu machen, aber... Ah ja, was war das Lachhaftes jetzt hier? Easy. Bett. Ah, fuck.
Ich bräuchte ein besseres Schwert. Komm, gönn ich mir. Hab ich. Ich hab genügend Gold. Safe. 100%, ich hab genügend Gold. Okay, ja, ja, doch. Digga, wo steckt er sich denn hin? Easy. Ja, doch, es gefällt mir. Also wie gesagt, halt so Sachen wie Musik könnte man machen. Und vielleicht bei den Sounds würde ich mich noch drüber freuen, wenn quasi jedes Mal, sobald ich einen Kill mache oder Bett abbaue, wenn dann auch nochmal so ein cooler Sound käme. Irgendwie so ein Win-Sound oder irgendwie sowas. Oder Victory, oder am Ende, ja. Oder am Ende von der Runde Victory oder sowas. So, dann kaufe ich mir geschärfte Schwerter. Und Gaps hole ich mir definitiv. Denn die werde ich brauchen. Hat der nebendran, hat Türkis, hat, als ob Türkis noch ein Bett hat. Sorry, der ist jetzt mal so low eingebaut. Gut, mein Bett ist nicht besser. Kommt auch niemand, perfekt. Komm, 5, 4, 3, 2, 1. Oh mein Gott, er hat sich ausgelockt. Perfekt. Okay, das hätte man noch wieder rein. So, dann gehe ich zu Blau. Blau hat ja netterweise schon direkt eine Brücke zu mir gemacht. Okay. Ich bin mal ultra angespannt. Kann sein, dass du noch ein anderes Game mit reinnimmst. Aber wo ist eigentlich der Zyan, ne? Nee, ich möchte jetzt einen Backflip machen. Ich würde nur gerne wissen, wo der Zyan ist. Ich sehe gleich schon, ist mein Bett. Okay, ja. So. Und Bett ist weg. Perfekt. Ich bringe die Kürbisse noch zum Shopkeeper. Zack. Jetzt macht er nichts. Komm, die Fernstelle noch einmal mehr halt kommen. Zack. Und dann gehe ich weiter zu Zyan. Ey, ich habe halt so Schiss, dass Zyan gleich so richtig mit Fireballs und all dem Scheiß spielt. Wenn auch Leute, die nichts anders tun, als die gesamte Runde campen. Ja, doch. Also ich kann sagen, Anspannung ist da. Er ist aus der Welt gefallen. Okay, wo? Er wollte in die Mitte. Okay. Reconnect. Dann quasi raus und wieder rein. Hat das Spiel verlassen. Oh mein Gott, das ist meine Chance. Das ist meine Chance auf den Win, Leute. Das ist meine Chance. Zack, zack, zack. Doch, ich bin überzeugt. Also. Oh mein Gott, es ist meine Chance. Es wird für den anderen Cutter wird es schwer, mich zack, noch mehr zu überzeugen. Zack. Wie gesagt. G! Hast du das gemacht? Oha! Transition. So, gehen wir mal weiter okay, zum nächsten PvP-Element. Okay. Dann plus Effects und als letztes haben wir dann noch Effects Trend. Dann spielen wir einfach mal eine Runde. Ich glaube, Capital Bull ist da ganz passend. Plus. Ich bin Erster. Ich bin schneller. UHD Duels. Oha, er hat sogar das so gemacht, dass ich die Challenge dann tatsächlich doch noch schaffe, weil er es ab dann abschneidet. Solo-Variante. Let's go, ich drücke mir den Goldapfel rein. Okay, ja, doch. Sehr angenehmer Katz-Stil. Ich einmal kann man auch noch dazu nehmen. Digga, ey, was ist mit ihm denn? Was geht denn mit ihm ab? Ah, nochmal. Ich wollte eigentlich einen G-Head fressen, aber. War wohl nix. Okay, das man sich immerhin auch nochmal halt hier ein bisschen mehr Einblendung. Zu wenig. Ein. Vor allem am Ende. Digga, man schreibt. Alter, was ist er denn für einer? Ja, doch. Und? Fast so geil, gegen den zu kämpfen, wie gegen Punda zu kämpfen. Das ist irgendwie auch easy. Win!
Nice. Nochmal. Da fällt schon wieder halt, ja, gesagt, wie gesagt, Einblendung so. Es wird mich halt immer noch ein bisschen da oben einfach die Kamera zu sehen. Nice face, by the way. Okay, mir fällt ja noch auf. Man hätte noch so Zooms machen können. Wenn ich gerade quasi ganz slow bin, so ein Zoom auf meine Herzen und nur fast auf die Gap. Es geht sogar ohne G-Head, aber eher ein G-Head. Dann gönne ich mir halt auch ein G-Head. Wenn du meinst, du müsstest dir ein G-Head gönnen, dann gönne ich mir halt auch einen. Scheiß Bogen, Alter, du scheiß Bossbammer, Alter. Zack, schön rein und raus. Jawohl. Also doch, dann kannst du ihn überzeugt mich wirklich, aber... So G-Head fassen kann ich auch. Musik hätte ich halt schon noch gerne im Video drin, ne? Hat keinen mehr. Ich kann nur noch Goldäpfel fressen. Vor allem, wenn er wüsste, dass ich einfach weniger HP habe als er. Jawohl. G! Aber das sieht irgendwie aus wie, glaube ich, wie so Rocket League-Dinger. Kommt da noch eine Einblendung? Wie diese, ich finde, das sieht irgendwie aus wie diese Rocket League Arena. Wenn jetzt hier Boden noch aus Gras wäre, dann wäre das gefühlt die Rocket League Arena. Okay, schade. Also da hätte ich mir jetzt wirklich gesagt, wie gesagt, Einblendung. Hier auch zu wenig Einblendungen gegen Ende, verbessere ich mich mal. Bist dich mal. Hast du gedacht, dass du mich immer bekommst, ne? So eine. Ey, wie viele scheiß Pfeile hat der noch? Ich hasse dich. Oh mein Gott, mein Aiming. Und? Schön. Ja, jetzt habe ich dich in der Ecke. Die Head? Jawohl. GG, ich dachte schon, ich hätte verloren, aber. Oh. Nice. So. Jetzt geht's auch mal los. Ey, alles klar. Ey, es ist doch so lächerlich. Alter, wieso wird man so gleich so komisch rotated? Das ist. Geht doch. Ich habe keinen einzigen Kill, ich mache in diesem Game irgendwie nie Kills. Ey, es ist so lächerlich! Ich habe 3 Kills. Warum ist das mal mit so einer komischen Rotation gespawnt wird, ey? Es ist so lächerlich! Mit der Einatmung füllen sich die Lungen mit Luft, die Brust weitet sich. Und mit der Ausatmung wird er wieder leer. Lass los. Oha. Ja, Junge. Ja, letztes doch mal. Super, jetzt haben wir Standbild. Ja. Okay, ich werde jetzt mit die Kommentare. Also ich hätte vielleicht am Ende noch mit reingenommen, ob man das sieht, dass ich quasi verkackt habe, irgendwie dritte, vierte oder so geworden bin ich, glaube ich. Ja, jetzt kommt halt bei mir Ewigkeiten nichts mehr. Ewigkeiten nichts mehr. Jetzt hätte man so einen Pfeil machen, so Pfeile. Hallo! Füllen sich die Lungen mit. Ja, Junge! Na fuck. Oh mein Gott, ich muss Minimum 3 Sterne. Ich muss besser Panda Ganga. Ja. Junge, ja. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das, was du bis jetzt gemacht hast, ist schon an sich eine solide Base. Ja.
Also, ja. Ich will, wie gesagt, nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, du wirst mein Kater. Also, das hat mich bisher schon so überzeugt, wie gesagt, falls dir noch gelingen sollte, hier sowas, das hier rauszuhauen. Also, merkst du hier deutlich mehr Pluspunkte, weniger Minuspunkte. Ich will bleiben 7. Immer noch 7 Spieler verbleibend. Und? Ey, immer noch 7 Spieler verbleibend. Ja. 7. Welle 8. Oh mein Gott. Okay, das war meine eigene Schuld. 3 Sterne. Oh, Junge, das war ein geiler Vergleich. Den würde ich gerne nochmal sehen, Junge, das war echt nice. Jetzt verkacke ich. Und. 3 Sterne. Und das reicht nicht zum Ausgleich. Ich will nicht wissen, damit beende ich das Video mit dem dritten Platz. Wir haben mal sämtliche Hypixel-Duels, Games, blablablub durchgespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da, ein Abo. Er hat die Einblende. Okay, das muss man auch wieder machen. Er hat die schön die auch mit dem Pluspunkt. Er hat Like Einblendung. Aktiviert die Glocke, das müssen halt die Zikade selber schaffen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Okay, er hat dann Widescreen verwendet. Ich hätte es cooler gefunden, wenn du quasi so über das direkt aufs Video drauf gemacht hast, aber. Ich sehe, dass du ja was gemacht hast. Ja, doch. Also mal ganz ehrlich, du hast mich sowas von absolut überzeugt. Und ja, damit war es auch mit der heutigen Folge. Wenn euch dieser nächste Müll kommt weg, wenn euch dieser Teil der Kartenbewerbung gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns im Part 3 wieder. Ich meine, sind wir schon angekommen bei, das war scheiße, das war nicht scheiße, aber hier 4, wir sind schon bei 5 von 9, das heißt, es wird nochmal ein paar Folgen geben und ja, habt noch einen wunderschönen Tag. Tschüssi!